Jo Leute, ich bin's wieder, eure Quankammer. Ja, ich weiß, ich habe schon lange nichts mehr von mir hören lassen. Aber Leute, ich muss euch jetzt etwas mal sagen, und zwar wirklich danke. Danke, danke für über 700 Abonnenten. Über 700 Abonnenten, für das eigentlich so ein kleiner Kanal mit einer Idee für das, dass ich eigentlich nur einen Haltungsbericht machen wollte. Jeder einzelne Abonnent, danke schön, dass du mir zusiehst, dass du dabei bist. Freut mich wirklich, wenn es euch gefällt, meine amateurhaften Videos. Und darum gibt es heute zu Ehren von über 700 Abonnenten eine kleine Überraschung. Ja, meinen Messer, denen geht es noch gut. Könnt ihr mal gucken. Das übliche Theater, sie machen, was sie wollen, ganz normal. Aber wir haben noch Zuwachs bekommen, und zwar habe ich durch einen Freund Atta Cephalotes bekommen. Oh ja, Blattschneider, Ameisen. Und muss ja wirklich sagen, ich war eigentlich immer strikt dagegen, Blattschneider, Ameisen zu halten. Bis mir der Bekannte eben erklärt hat, dass das eigentlich ganz einfach ist, wenn man gewisse Sachen beachtet. Und bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Ihr könnt so ein bisschen reinschauen. Wir haben hier zwei Pilzkammern sozusagen. Das war die alte Pilzkammer mit einem riesengroßen Hauptpilz und da so Nebenpilze. Und die habe ich jetzt neu gemacht, eine neue Pilzkammer. Und ein Video von den Blattschneidern mit ihrer Arbeit gibt es dann gleich im Anschluss. Alles, ich trage alles so ein bisschen zusammen. Ob ich jetzt einen wirklichen Haltungsbericht noch drüber mache, weiß ich nicht. Wenn ihr unbedingt wollt, dann schreibt es mir bitte in den Kommentaren. Sonst kommen die Blattschneider-Videos so ab und zu, schneide ich ein bisschen was zusammen. Heute gab es schön lecker Kastanie. Und ja, was soll ich sagen, ich stehe irgendwie trotzdem auf diese Blattschneider. Vor allem, weil sie sich so super wie bei dem Messer eingliedern. Man braucht nicht viel machen, sie versorgen sich hauptsächlich selbst, solange sie die Blätter haben. Und das ist für mich natürlich super. Kein Honig, kein Zuckerwasser, herumgepanscht, kein Nestbau im besten Falle, sondern eigentlich nur ein Pilzbecken und Futterbecken und ein bisschen Abfallbecken. Ja, mit den Blattschneidern geht es jetzt ab wieder und zu den neuen Videos. Werde bald wieder eins von den Messer reinstellen. Ich sage nochmal herzlichen Dank für 700 Abonnenten. Ich hoffe, wir schaffen noch irgendwann mal die 1000er Marke. Das wäre natürlich voll cool. Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Eure Quankammer.